Hallo und herzlich willkommen zurück zu Risen 2. Wir sind das letzte Mal an Tigo angekommen und haben schon ein neues Pulverfässchen für unser Schiff bekommen. Wir brauchen allerdings noch eine neue Kanone und ein bisschen Proviant. Dafür rauben wir mal die Kiste aus. Wer weiß, was sich daran befindet. Ein Pistolenlauf. Ich brauche aber einen Gewehrlauf. Denn wir haben jetzt ja auch eine Kiste, beziehungsweise eine Plan gekauft, die ein neues Gewehr. Und dafür brauchen wir leider einen Gewehrlauf. Ich wollte aber erstmal hier unten alles nachschauen, bevor wir so anfangen, in die Gebäude reinzulatschen. So, was haben wir hier? Eine Truhe, die beim ersten Versuch direkt mal aufgeht. Das ist immer was Neues. Kugeln, Radschloss, Perle. Sehr schön. Apropos Perle. Wir haben sehr lange nicht mal unsere Muscheln uns angeschaut. Wo sind sie denn? Muscheln. Muscheln. So langsam müssen sie doch kommen, oder? Da, 18 Stück. 5 Perlen, mal schauen, wie viele wir haben. Schon mal 6, 2, einmal 3 Perlen. Ist doch mal eine Ausbeute aus 18 Muscheln. Also quasi jede sechste hatte eine Perle in sich drin. Kann man sich ja mal merken. So, leg dich nieder. Hier am Strand können wir ruhig gegen die Viecher mit dem Messer kämpfen. Bringt ihnen eh nix. Hey, du da. Komm mal her. Jo. Redest du mit mir oder was? Redest du mit mir? Psst. Ja, genau. Ich habe da ein besonderes Angebot für dich. Interesse? Was hast du mir anzubieten? Was hast du mir anzubieten? Ich verkaufe besonders seltene Waren, an die sonst keiner rankommt. Für Kapitäne habe ich manchmal einen besonderen Gegenstand da. Oder du siehst dir einfach mal meine anderen Sachen an. Wenn du zahlen kannst, kann ich dir auch ein paar Tricks verkaufen. Ich mache dir einen guten Preis. Wieso versteckst du dich hier? Wieso versteckst du dich hier? Ich bin ein Reisender, der oft allein unterwegs ist, Junge. Und ich trage wertvolle Sachen bei mir. Da muss ich mir schon ganz genau aussuchen, mit wem ich Geschäfte mache. Verstehst du? Aber du siehst wie jemand aus, der ein gutes Geschäft zu schätzen weiß. Lass dich besser nicht mit dem ein. Der ist mir nicht geheuer. Ah ja, du bist ein Krämer. Wehe, du haust mich übers Ohr. Aber, niemals. Niemals? Woher hast du die Sachen eigentlich? Wo hast du die ganzen Sachen eigentlich her? Na hör mal, das ist mein Geschäft. Ich frag dich ja auch nicht, wo du den ganzen Krempel her hast, den du mit dir rumschleppst, oder? Auch wieder wahr. Na dann, will ich was Seltenes sehen. Ich will etwas Seltenes kaufen. Ich glaube, da habe ich etwas für dich. Wird dir gefallen. Aber ich werde dir nicht verraten, was es ist, bevor du es bezahlt hast. Okay, dann, ich soll dir Geld geben, weiß noch nicht mal wofür. Ich soll dir Geld geben und weiß noch nicht einmal wofür? Du musst schon ein wenig Vertrauen haben, Junge. Wozu? Ich kenne dich doch gar nicht. Anders geht's nicht. Ich kann nicht riskieren, dass es sich rumspricht, was Quinn so Schönes dabei hat, wenn du verstehst. Na gut, dann, Du spinnst doch. Wer kauft denn die Katze im Sack, hä? Okay, warte, ich sag's dir. Also, ich habe hier den Tavernenschlüssel von Spencer, dem Wirt. Damit kommst du in den Raum, den er früher mal an Reisende vermietet hat. Hier hab ich noch eine schöne Schatzkarte. Garantiert kein Schwindel. Also, wie wär's? Na gut, gib mir die Schatzkarte. Gib mir die Schatzkarte. Hier hast du sie. Und Tavernenschlüssel ich auch gerne. Gib mir Spencers Tavernenschlüssel. Okay, hier hast du ihn. Freut mich, mit dir Geschäfte zu machen. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Aber sicher doch, lass dir Zeit. Ein alter Dreispitz, ein rotes Kopftuch, das brauchen wir nicht. Alter Wettermantel. Sind dieselben nur schwächer, oder was? Den träge kaum und bietet, okay. Sind Träger irgendwie größer erscheinen? Ich meine, die sehen ja irgendwie gleich aus, ne? Zumindest der sieht genauso aus wie den wir gerade anhaben. Ich speichere ihn mal kurz ab und kaufe ihn die einfach mal. Nicht genug Gold, natürlich nicht.
Mal wieder zu wenig Gold. Piratensäbel brauchen wir auch nicht mehr, ne? Wir haben unseren Schnitter. Und unser Kapperschwert brauchen wir auch nicht mehr. Stichwaffen? Ach so. Oh, guck mal hier. 5 Speere. Und brauchen wir auch nicht mehr. Duelldegen können wir auch verkaufen. Oh, guck mal, jetzt sind wir wieder reich. Schiffsflinte. Flinte. Alles weg damit. Brauchen wir nicht mehr. Auch die Duellpistole brauchen wir nicht mehr, oder? Die hat schon mehr Pistole, deswegen behalte ich die einfach mal. Aber die Schuhpistole brauchen wir nicht mehr. Zeig mir deine Waffe. Aber sicher doch. Ach, warum gehen wir eigentlich auch verkaufen, wenn wir kaufen können direkt? Ich kaufe sie beide mal. Ich will wissen, wie die aussehen. Habe ich noch irgendwie Zeug, das ich verkaufen kann? Brauchen wir die Odole eigentlich noch? Oh. Oh, Le Bon. Wir sind reich. 4000. Lass mich mal gerade die wechseln. Wettermantel. Schwerer Mantel, den können wir ja schon. Das ist einfach nur ein Pink. Und das ist der in Blau. Ach, das ist die Botenkleidung in Rot. Ach, schau mal einer an. Ah, der Rote sieht schon ein bisschen anders aus. Der Schwarze. Ja, eigentlich brauchen wir den nicht, weil der schwarze Mantel ist eigentlich immer noch der beste, den wir haben. Vor allem bringt er uns Einschüchtern noch hoch. Und der ist einfach nur in Blau. Ich behalte die trotzdem einfach, weil sie hübsch aussehen. Irgendwann laufen wir wieder in Blau rum oder sowas. Da ist jetzt mal rausgeschmissenes Geld, aber pssst. Verratet es nicht weiter. Der Marschall schmeißt mit Geld um sich. Immer diese YouTuber, die mit Geld um sich schmeißen, ne? So, eine Kanone. Kann man die benutzen? Kann man nicht benutzen. Kann man die klauen? Anscheinend auch nicht. Da gibt es den Hinterhof. Was haben wir hier, Madame Tussaud? Die Rassel dient den Schamanen der Eingeborenen als magischer Leiter. Nur einmal ist es vorgekommen, dass eine Rassel während eines Totenkultrituals zerbrach. Das Klingen der Rassel können nur noch die Seelen der Toten hören. Die Rassel soll sich heute im Besitz des Marakai-Stamms befinden. Die Rassel habe ich jetzt nicht mehr. Sie ist nämlich jetzt in unserem Besitz. Na, wer bist denn du? Ach, wir sind im Tante-Emma-Laden. Hallo. Wie schön. Die See treibt den neuen Piratenkapitän nach Antigua. Du hast einen guten Riecher, junger Freund. Was begehrst du? Ist diese Frage etwa persönlich gemeint? Ist die Frage persönlich gemeint? Jede Frage ist persönlich gemeint, Captain. Sag mir, was du suchst, und ich sage dir, ob ich dir helfen kann. Wie wär's mit Captain Slane? Ich suche Captain Slane. Tatsächlich. Ihn zu finden ist nicht ein Problem. Und was ist mein Problem? Dunkelheit. Einsamkeit. Aber du hast auch ein paar treue Gefährten an Bord, nicht wahr? Darin besteht deine Erlösung. Ich will einen Weg finden, um Mara aufzuhalten. Ich will einen Weg finden, um Mara aufzuhalten. Eine große Aufgabe für einen jungen Kapitän. Mein Steuermann sagt, ich ziehe Probleme irgendwie an. Mein Steuermann sagt, ich ziehe Probleme irgendwie an. Du hast eine besondere Aura. Lass mich deine Gedanken sehen. Was siehst denn du? Was siehst du? Es gibt Menschen unter uns, die kümmern sich um die größeren Dinge. Und es gibt andere, die nur sehen, was sie auch anfassen können. Du bist ein Weltenlenker. Ohne Männer wie dich würde es die anderen nicht geben. Das ist dein Schicksal. Ich bin also zum Großen bestimmt. Kann es sein, das kann irgendwas nicht einfach mal einfach sein? Kann das Ganze nicht mal einfach sein? Dann würde es doch nur halb so viel Spaß machen, oder? Stimmt auch wieder. Möchtest du etwa mit jemandem tauschen? Siehst du. Musst du eigentlich immer in Rätseln sprechen? Musst du immer in Rätseln sprechen? Du doch nicht so, als wenn du keine Rätsel magst, Weltenlenker. Stimmt auch wieder. Dein ganzes Leben besteht aus dem Lösen von Rätseln. Darum bist du doch hier, oder? Wenn du das sagst. Verkaufst etwa auch Voodoo-Kram? Du verkaufst auch Voodoo-Kram? Der gute Alvarez will, dass man auf Antigua alles bekommen kann, was das Herz begehrt. Und ich interessiere mich für Voodoo und eingeborenen Artefakte. Sie sind mächtig.
und geheimnisvoll. Hast du ja noch Kontakt zu den Eingeborenen? Hast du Kontakt zu Eingeborenen? Nicht mehr, seitdem ich diesen Laden habe. Aber früher, als ich noch mit den Piratenschiffen über die Meere gereist bin, da war ich oft bei ihnen und habe einiges von ihnen gelernt. Du solltest mal meine Tränke versuchen. Sie sind alle selbst gebraut und gut. Okay. Zeig mir deinen Kram. Zeig mir deinen Kram. Sieh dir ruhig alles genau an. Okay, werde ich. Ring des Diebes brauchen wir nicht, haben wir schon einen besseren. Trank des Diebes wäre okay. Blutdorns können wir eh nicht bauen. Voodoo-Nadel, Stichwaffen plus 10. Gold kosten 2000. Und wir haben wieder einen neuen Gegenstand. Stichwaffen. Hm. Das ist also sehr interessant wie unsere normalen Waffen. Finde ich sehr gut. Wie unseren Degen jetzt halt. Oder natürlich das Bajonett unseres Gewehres. Macht ja auch 10. Ich finde es nur schade, dass sie auch so teuer sind. Mit 2000. Aber es sind halt besondere Gegenstände. So dürfen sie das auch sein. Fluchpuppe. Fluch und ein sehr schönes, riesiges Haifischgebiss. Der weiße Hai. Steven Spielberg lässt grüßen. Lass bitte alles an seinem Platz, ja? Das tue ich doch immer, gnädige Frau. Das tue ich doch immer. Ich habe dir aber ganz bestimmt keine Fluchpuppe geklaut. Nee, sowas mache ich nicht. Na, mein Freund, Zack. Wenn du was trinken willst, geh rein. Wenn nicht, hau ab. Wie bist du denn eigentlich so stark geworden, mein Freund? Wie bist du eigentlich so stark geworden? Quatsch, nicht so ein Blödsinn, okay? Na, schon gut, vergiss es. Bist du hier der Rausschmeißer, oder was? Bist du hier der Rausschmeißer? Ei. Schon mal Probleme mit betrunkenen Seeräubern gehabt? Schon mal Probleme mit betrunkenen Seeräubern gehabt? Ei. Unter welchen Umständen schmeißt du denn jemanden raus? Unter welchen Umständen schmeißt du denn jemanden raus? Wenn er nervt. Du schmeißt Piraten raus, weil sie nerven? Du schmeißt Piraten raus, weil sie nerven? Ei. Wann nerven sie denn? Wann nerven sie denn? Wenn sie blöde Fragen stellen. Zum Beispiel? Zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn einer zum Beispiel fragt. Und jetzt hör auf mit dem Scheiß, oder hier wird's ungemütlich. Du kannst doch einfach auch ungemütlich werden? Kannst du auch ungemütlich werden? Junge, ich bin echt geduldig, aber wenn du noch eine blöde Frage stellst, hau ich dir aufs Maul. Ich bin noch nicht gut genug. Verdammt. Eine Frage wie diese? Du schreist nach Schmerzen? Du sollst sie kriegen. Los doch! Komm her, Zack! Ich dege dich kaputt! Und gerade die schwere Attacke mal einzuleiten, ist nicht so einfach. Aufs Maul. Tja, haben wir doch gut hingekriegt, oder? Und da torkelt er nach hinten. Komm, steh auf, mein Freund. Na, alles klar mit dir. Du hast mich also besiegt. Ei. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt feier deinen Triumph in der Kneipe und lass mich in Ruhe. Du kannst mir doch ein paar Tricks beibringen. Du kannst mir doch sicher ein paar Tricks zeigen. Ei, wenn du zahlst. Dann zeig mir mal ein paar. Zeig mir ein paar Tricks. Dann lass mal hören. Aha, Schmerzverletzungen. Da brauchen wir Härte 5 und das habe ich nicht. Aha, lass mich mal hier rein. Hast du von den Versunkenen gehört? Mara soll sie aus den Leichen über Bord gegangener Seemänner gemacht haben. Erzähl doch nicht immer so ein Mist. Das ist kein Mist. Es ist wahr. Frag Bill, er ist den Biestern schon begegnet. Bill? Wenn Mara hier aufkreuzen würde, bekäme sie erstmal was aufs Maul. Glaub ich nicht. Sag das nicht so laut. Wir können froh sein, wenn sie bleibt, wo sie ist. Ei. Ich habe keine Angst. Solltest du aber. Pirat, Harvey. Harvey Keitel. Ja, groß ist die Macht des Meeres. Meinst du? Und morgen haben wir auch noch hier und bist du Will? Im Becher ersaufen mehr Nein, Leute als Spencer. Im Meer. Das Gute ist, wir haben einen Schlüssel. Ich mach mal hier auf. Hallo? Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Wovon sprichst du die ganze Zeit? Ich habe ein Zimmer Ich bin gemietet. Frei Beuter und will frei Bier. So. Verlasse dich auf jemanden und du bist verlassen. Vergilbtes Buch. Sehr gut zu wissen, werden wir natürlich auch öffnen, aber erstmal die Truhe. Schätze sind alles, was ich brauche. Ich bin ein Pirat und Pirate wollen Schätze.
Ritual plus 10. Blöderweise können wir kein Ritual benutzen. Muschel. Das hier scheint eine Art Tagebuch zu sein. Mal sehen. Da ich keinen Erben habe und bis zuletzt niemand in der Lage war, mich im Duell zu schlagen, werde ich das legendäre Geheimnis meines Erfolgs in das Grab meines Vaters legen und ins Exil gehen. Möge es eines Tages einem würdigen Nachfolger in die Hände fallen. Hm, er hat ein Grab mit dem Namen Gibson hier verzeichnet. Das schreibe ich mir mal auf. Gibson, aha. Also, ein Gitarrenhersteller. Wir treffen also den Meister persönlich. Gold. Und eine Truhe. Die enthält wahrscheinlich noch mehr Gold. Nur ein altes Schwert, das wir wahrscheinlich wieder verkaufen können, weil was sollen wir sonst damit? Außer diesen Apfel hier nehmen und ihn zu essen. Yes, einen Apfel, denn ich mag gerne Äpfel. Die sind so gesund und schmecken gut. Sonst nimmt man hier auf seinem Bett? Nö. Milch ist das ein riesiger Schwertfisch. Ein Mutantenschwertfisch, denn er hat zwei Augen auf einer Seite. Oder es ist ein Flunder-Schwertfisch, kann natürlich auch sein. Sowas gibt's nicht, ich weiß, aber vielleicht, wer weiß ja schon, was es hier auf dieser Welt alles gibt. Hier gibt's immerhin auch eine Tentakelfrau namens Mara, dann kann es sowas ja auch geben. Nicht wahr? So, dann sprechen wir mal mit den Leuten hier in der Kneipe, wenn wir jetzt schon mal da sind. Alle Katzen grau. Jo, Ruhe. Ah, der neue Kapitän besucht den Hexenkessel. Ei. Die berüchtigste Bar in der Südsee. Ei. Das erste Getränk geht aufs Haus. Was kann ich dir anbieten? Wie wär's mit dem Rum? Gib mir einen Rum. Rum ist vielleicht gerade ein bisschen teuer. Nimm ein anderes Getränk. Und Schnaps? Wie wär's mit einem Schnaps? Tut mir leid, Schnaps ist geradeaus. Ein Grog bitte. Warum fuck er dann? Den letzten Grog habe ich gestern an den Säufer Miles verkauft. Ich bin untröstlich. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Nein, nein. Es ist nur so, seitdem diese Ungeheuer die Meere unsicher machen, kriege ich kaum noch Lieferungen. Ich hatte gehofft, du bestellst ein Bier. Hier hast du eins. Toll, was ist denn hier eigentlich los? Was ist denn so los hier? Hier tanzt der Bär. Siehst du das nicht? Nö. Geht so. Normalerweise ist die Bude rappelvoll. Aber es kommt ja kaum einer hier an. Und das alles nur, weil mir diese miesen Kraken- und Wasserleichenmonster das Geschäft vermiesen. Aber solange ich keine Selbstgespräche führe, lasse ich den Kopf nicht hängen. Nicht wahr, alter Junge? Du hast die Leute noch immer bei Laune gehalten. Was? Schon klar. Wie bitte? Hast du was gesagt? Nö, aber du. Du bist ein kleiner Witzbold, was? Du bist ein kleiner Witzbold, ha? Huh? Du magst Witze. Willst du einen hören? Nein. Na gut. Also, kommt ein Pferd in eine Bar, sagt der Barkeeper, warum so ein langes Gesicht? Oh, so lustig. Mhm. Gut, wa? Schon mal was von einer Mara gehört? Schon mal was von Mara gehört? Oh, du kennst sie auch. Ja. Ich hatte die Alte mal eine Zeit lang zum Putzen eingestellt. Aber da hatte hier keiner mehr was zu lachen, sag ich dir. Eigentlich meinte ich das Seeungeheuer. Ja, eine Meerjungfrau war sie wahrhaftig nicht. Ach, vergiss es. Ich suche Nesir. Ich suche Nesir. Weißt du, wo er ist? Nesir? Den Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Der arme Kerl war dünn wie ein Gerippe. Hat den letzten Winter nicht überlebt. Oh, na toll. Naja, du kannst immer noch sein Grab besuchen. Er liegt hier auf dem Friedhof am Haus der Kapitäne. Hier, ich zeichne es dir auf deiner Karte ein. Okay, ich suche einen Druiden namens Eldrick. Was, tue ich wirklich? Ich suche einen Druiden namens Eldrick. Was denn? Du suchst diesen alten Knacker? Du kennst ihn? Kennen? Ich? Solche Idioten will ich nicht kennen. Aber er war hier. Faselte was von geflügelten Unholden, Tempeln und so ein Unsinn. Wir haben ihn alle nur verdutzt angesehen. Da ist er wieder zur Tür raus. Er ist einfach wieder verschwunden? Er ist einfach wieder verschwunden? Leute wie der bleiben nicht lange in der Stadt. Möchte wetten, dass er irgendwo im Inland herumgeistert. Frag doch mal die Jungs da draußen. Vielleicht können die dir weiterhelfen. Na gut, die Jungs da draußen?
Die Jungs da draußen? Ja, am besten du fragst Bill. Der steht Tag und Nacht am Nordeingang der Stadt. Er kriegt eine Menge mit. Vielleicht hat er deinen kauzigen Freund gesehen. Die Hauptsache ist, du schleppst mir den Kerl nicht wieder in meine Taverne. Na gut, wobei kommst du denn dann rum? Woher bekommst du deinen Rum? Das ist ein Geheimnis. Tatsächlich? Ja, es gibt eine Bergquelle in der Nähe, die reinen Alkohol spendet. Aber sie droht auszutrocknen. Fängst du schon wieder an? Schon gut, guck nicht so ernst. Ich handle normalerweise mit Buß auf Takarigua. Aber es gibt nicht mehr so viele Schiffe, die zwischen den Inseln umherfahren. Daher ist er mir noch die letzte Lieferung schuldig. Aber Moment, du hast schließlich ein eigenes Schiff. Ich sag dir was, wenn du mir den Rum besorgst, gebe ich dir 1000 Gold. Na? Na gut. Ich besorg dir den Rum aus Takarigua. Sehr gut. Sag Buß, dass ich dich geschickt habe. Dann wird er dir die Lieferung geben. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Natürlich. Sag mir einfach Bescheid, wenn ich dir was zeigen soll. Bring mir was bei. Bring mir was bei. Was willst du denn wissen? Schmerztöter verlängern kann, okay. Schussverletzungen besser wegstecken, das war doch mal was. Ich will Schussverletzungen besser wegstecken. Sei doch mal ehrlich. Die meisten Schussverletzungen sind Streifschüsse und Fleischwunden. Nichts, was irgendwelche Bedeutung hätte. Also ignoriere sie einfach. Aushalten musst du die Schmerzen eh, also lass dich nicht von ihnen stören. Okay, Leute, besser einschüchtern könntest du dich auch, super. Härte 6 haben wir noch nicht, deswegen... Jo. Ich will die Leute noch besser einschüchtern. Du willst dich an die harten Kerle trauen, was? Ei. Ich sag dir mal was. Es geht genauso wie bei den Feiglingen. Die harten Typen glauben dir nur nicht jeden Scheiß. Du musst also auch so aussehen wie das, was du ihnen androhst. Die Augenklappe ist schon mal klasse. Die macht mächtig was her. Wenn du jetzt noch ruhig bleibst, sollte das eigentlich schon reichen. Wer Angst hat, redet viel. Wer keine Angst hat, bleibt ruhig. Verstanden? Jo. Natürlich, handeln wir mal ein bisschen. Zeig mir, was du anzubieten hast. Ah, so langsam wird unser Proviant wieder sehr, oder unser Geld wieder sehr knapp. Aber wir haben ja noch viel zu verkaufen. Was brauche ich eigentlich nicht mehr? Hier, guck mal, da kannst du schon mal haben. Hier, Totenkopfring brauche ich auch nicht. Hiebwaffen, einschüchtern, plus 5. Oh, sehr nett. Trank der Klingen, Trank des Schützen, Geisteressenz, schwarze Magie. Verkaufe ich auch mal einen. Kaufe ich auch mal einen. Einschüchtern plus 12. Wow, Trank der Überzeugung, behalte ich auch mal. So, was brauchen wir denn nicht mehr? Eine Spitzhacke brauche ich nur eine. Trichterförmiger Lauf. Mhm. Rasseln. Keule. Warum auch nicht? So, verkaufen wir alles mal so ein bisschen. Panthertatze. Oh, mal abgeschnitten. Die armen Viecher. So, da verkaufen wir mal 40. Ah, komm, 36. Behalten wir davon mal 10 Stück. Schädel brauchen wir nicht. Augen können wir verkaufen. Oh. Ja. Ohren, was soll ich mit Ohren? Hey, hey, hey. Federn. Das bringt 10 Stück, ist jetzt nicht viel, aber immerhin ein bisschen was. So. Oh, was wir verkaufen. Smaragde. Jadesteine, brauchen wir auch nicht mehr so viele von. Jo, sehr schön. Kerzenleuchter. Jetzt haben wir hier über 4000 Gold. Ich brauche unbedingt einen Büchsenlauf. Ach, der Büchsenlauf. Hm. Kaufen. Ach, das haben wir ja nur in den Trichterlaufen. Wir brauchen einen Büchsenlauf. Und den haben wir noch nicht. Das ist so typisch für meinen Vater, dass er einem Toten einen Hinweis gibt. Vielleicht lebte er ja noch, als er den Hinweis bekam. Ach, das glaubst du doch wohl selber nicht. Nee, irgendwie nicht. Liebe Freunde, das war's für diese Folge. Und das nächste Mal schauen wir uns noch ein bisschen weiter in Antigua um. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.